Ich ahne, wer hier wohnt. Dieser Wachvogel macht mir Angst. Ich ahne, wer hier wohnt. Bestimmt ein Australier. Dieser Brunnen macht mich irgendwie nervös. Geisterhaus. Hey! Wer sind Sie? Und was suchen Sie in meinem Haus? Sieh mal einer an. Ich bin Guybrush Threepwood, der Liebesgott von Mealy Island. Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie sind nur ein heruntergekommener Pirat. Mein Name ist Ozzy. Ozzy Mandrew. Der Name kommt mir bekannt vor. Sind Sie nicht das verschollene Mitglied dieser singenden Country- und Western-Familie? Sind Sie nicht dieser abgedrehte Heavy-Metal-Freak, der auf der Bühne Affen den Kopf abbeißt? Ozzy, oder der Meister Panflöte? Ich mache natürlich erstmal... Waren Sie nicht mal auf der dunklen Seite der Macht? Ich mach mal das hier. Sind Sie nicht dieser abgedrehte Heavy-Metal-Freak, der auf der Bühne Affen den Kopf abbeißt? Spielen Sie nicht den Idioten, Threepwood. Wer spielt hier? Nun, dann gestatten Sie, dass ich Ihrem eingestaubten Verstand etwas auf die Sprünge helfe. Ozzy Mandrill ist ein Geschäftsmann, ein Kapitalist, ein Immobilienhai. Ich bin also der zukünftige König der Karibik. Hey, Sie sind doch der Kerl, der die Scamba kaufen wollte. Die Scamba? Das ist nur die Spitze des Erdferkels. Ich werde die ganze Karibik aufkaufen. Warum versuchen Sie, die ganze Karibik aufzukaufen? Weil ich einen Traum habe. Sie auch? Wie sieht Ihrer denn aus? Ich träume von einer Karibik, die von allen plündernden, grogverdammten Elementen gesäubert wurde. Einer Karibik mit familienfreundlichen Themenrestaurants und Freizeitparks. Einer Karibik ohne Obszönitäten und Schmutz. Einer Karibik, in die Sie Ihre Mutter mit Stolz einladen können. Mann, ich träume meistens von Eiscreme. Nein! Wollte ich gerade die ganze Zeit rufen, hat aber nicht gepasst, weil die quatschen immer so viel. Und wie passen meine Piratenfreunde in ihr kapitalistisches Utopia? Ach, die werden umgeschult. Umgeschult? Ja, die Dienstleistungsgesellschaft der Karibik der Zukunft braucht unzählige Kellner, Hausmeister, Dienstmädchen und Tellerwäscher. Also quasi das obere Ende der Nahrungskette. Aber was wird aus den Piraten, die nicht als Kellner, Hausmeister oder Tellerwäscher enden möchten? Glauben Sie etwa, dass Sie eine andere Wahl haben? Und wie passen all die Geschäfte mit Piratenbedarf in Ihr Schema? Die werden natürlich alle abgerissen. Es wird auf diesen Inseln nie wieder ausgetrocknete Brunnen, seltsame Voodoo-Läden und verfluchte Häuser von zweifelhaftem Ruf geben. Stattdessen werden kleine Fachwerkhäuser, gemütliche Themenrestaurants und moderne Souvenirläden das Straßenbild prägen. Gott, oh Gott, oh Gott, warum tust du das? Aber was wird aus den Ladenbesitzern, die nicht verkaufen? Ach, sie verkaufen alle. Früher oder später. Ha. Aber was soll aus den Kindern werden? Was ist mit den Kindern? Keine Ahnung, ich wollte nur mal fragen. Ich habe keine Lust mehr, mich über ihre kranken Träume zu unterhalten. Und ich habe keine Lust mehr, sie ihnen zu erklären. Ach, guck mal, vor seinen Füßen liegt übrigens ein riesiges Schnabeltier, sehe ich ja jetzt erst. Bataka! Was haben Sie gegen Piraten? Nun, zum einen, Piraten stinken. Und wissen Sie, was schlimmer stinkt als ein Pirat? Zwei Piraten. Es ist ja nicht so sehr der Gestank, mehr das Brennen in den Augen. Ja, richtig. Was ist mit all diesen toten Tieren? Ich habe sie gerne um mich. Sie erinnern mich an meine Heimat. Burbank? Australien, Sie Dummkopf. Oh. Mein Navigator hat mir erzählt, dass Sie ein ziemlich guter Beleidiger sind. Ziemlich gut? Hören Sie, Freundchen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass mir durch meine Beleidigungen bereits über 500 feindliche Übernahmen gelungen sind. Es gibt keinen Menschen, der der Gewalt meiner schrecklichen Beleidigungen widerstehen kann. Wetten, dass ich besser bin? Ach, wirklich? Um was wetten wir? Erzählen mir alles über Ihre bösartigen Pläne. Geben Sie mir 1 Million 5-Dollar-Scheine. Wenn ich gewinne, tanzen Sie mit einer Stand den Ententanz. Ich würde sagen, die bösartigen Pläne. Wenn ich gewinne, erzählen Sie mir alles über Ihre bösartigen Pläne. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Einverstanden. Nein. So, und welches Beleidigungsspiel spielen wir? Bleiben wir bei den Grundlagen. Oh oh.
Der wird uns so fertig machen. Touché. Ach, das ist doch so abgedroschen. Alle meine Feinde... Plim, 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 plim. Alle meine Feinde habe ich bis heute vernichtet. Allein heute schickte ich zwölf Männer ins Jenseits. Das ist dein Ende, du hässlicher Wicht. Soll ich deine Leiche verbrennen oder lieber verscharren? Gib auf und ich zerquetsche dir eine Orange. Komm her und ich mache Hackfleisch aus dir. Gegen meine Technik hast du verdammt schlechte Karten. Machen wir mal. Das ist dein Ende, du hässlicher Wicht. Du nennst mich hässlich? Mit deinem Gesicht? Dein Leben ist keinen Pfifferling mehr wert. Mein Leben ist kein Pfifferling mehr wert? Ich bin was? Was? Ein was? Was? Was soll ich dazu noch sagen? Ich bin sicher, dass das eine Beleidigung war. Ich weiß nur nicht, warum. Selber Didgeridoo. Wie war das im Mittelteil? Was zum Teufel soll das heißen? Das war keine Beleidigung, oder? Selber. Ach ja? Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Dein Leben ist keinen Pfifferling mehr wert. Doch schon. Ich bin sicher, dass das eine Beleidigung war. Ich weiß nur nicht, warum. Du hast ganz offensichtlich den Rinderwahnsinn erfunden. Den Rinderwahnsinn erfunden? Wir haben noch keine einzige Ausrede, keine einzige Antwort. Ich bin... Was? Du bist dümmer als der Aborigine erlaubt. Da fällt mir nur ein... Selber, Didgeridoo. Ich habe verloren. Natürlich. Und jetzt verlassen Sie mein Haus. Ich komme wieder. Oh, eine Blume. Die nehmen wir mit. Huch. Die Blume mitnehmen. Jetzt sofort. So. Wo geht's da hin? Zum Gästehaus. Wir sind bestimmt eingeladen im Gästehaus. Abgesperrt. Ach, na gut, wir sind vielleicht doch nicht eingeladen im Gästehaus. Sind wir vielleicht mal woanders hin? Richtung Wald. Okay, jetzt kommen wir da also auch nicht weiter. Beim Sumpf kommen wir auch nicht weiter. Tja, was können wir jetzt machen? Wir müssen den komischen Hakenheinz finden. No. Taschentuch, Brief. Wir müssen Parfüm, müssen wir noch irgendwo herkriegen. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir können also keinen künstlichen Menschen bauen. Schade. In die Bank rein kommen wir nicht, ne? Na? Kehren Sie an den Ort Ihres Verbrechens zurück. Ich suche nur nach Beweisen. Natürlich. Die Bank bleibt bis zum Abschluss meiner Untersuchung geschlossen. Ich dachte... Lassen Sie sich also nicht beim Betreten der Bank erwischen. Ich dachte, der untersucht gar nicht. Da oben ist ein Fenster offen. Huch. Betrachte Bankfenster. Ich muss nur an das Fenster da oben herankommen. Inspektor Kanar kann mich hier nicht sehen. Also durch den Gully kommt man nicht durch, oder was? Betrachte Gullideckel, betrachte Gully. Mann, was für ein tiefes, dunkles und vor allem stinkendes Loch. Wenn ich es mir recht überlege, will ich da auf keinen Fall hinunter. Okay. Er will nicht in den Gully, aber wir haben da oben ein Fenster. Ein Fenster. Wir haben kein Seil. Können wir vielleicht mit der Blume in den Gully reinriechen, damit wir da vielleicht, damit es besser riecht oder ich weiß nicht. Auch wenn es mit Blumen vielleicht besser aussieht, ich bleibe dabei. Okay. Das hebe ich nicht auf. Können wir vielleicht die Blume mit dem Zerstäuber benutzen? Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Nicht
nichts riecht besser als Blumen. Oh, selbstgemachtes Parfüm. Cool. Können wir damit vielleicht einen Gulli einstäuben? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Okay. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Vielleicht können wir damit ja im Köderladen ein bisschen rumriechen lassen. Können wir nicht... Das hebe ich nicht auf. Ist ein bisschen absurd. Huch! Was war das denn gerade? Wie kann ich mir Sachen angucken? Ich will mal was probieren. Echt? Das ist wie ein Trampolin. Also mit der Grafik, ne? Das sieht jetzt mit dem Gulli ganz merkwürdig aus. Aber das liegt daran, dass die Grafik hier natürlich verändert ist durch diesen Patch, durch diesen Pseudo-HD-Patch. Deswegen passen die Items manchmal nicht ganz zu den Grafiken, glaube ich. Deswegen sieht das hier ein bisschen wild aus. Wir haben jetzt die Kunsthaut über den Gulli gespannt. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwie jetzt damit... Ich wollte eigentlich das benutzen, aber das geht scheinbar gerade gar nicht. Betrachten mit Gulli mit Kunsthaut geht. Aber benutzen können wir das... Ich dachte, wir können das benutzen. Echt? Das ist wie ein Trampolin. Das war der Plan, aber... Ich will das benutzen. Ah, so. Dummkopf. Wir sind erfolgreich in die Bank eingebrochen. Beschlagnahmte Kommode. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Kleine Schatztruhen. Ach, wie süß. Nicht doch, ich bin größere Schatztruhen gewohnt. Natürlich bist du das, Guybrush. Erklettere Leiter? Heißt das nicht erklimme? Ein Zettel. Ja, Alter. Wo ist denn der Zettel jetzt hin? Heute Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Betrachte Zugkette. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Ah, okay. Zugkette. Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Cool. Ich glaube, dass die Musik gerade erwischt. Ich dachte aber, dann werden wir vielleicht allgemein erwischt hier beim Einbrechen. Wir sollten vielleicht kein Licht anmachen. Ich habe mich immer gefragt, wie sie das Schiff da reinbekommen. Kann man das mitnehmen? Das ist der zweitnutzloseste Plunder, den ich je gesehen habe. Okay. Pflanze. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarn durch. Und ein Piratenoutfit, das würde ich gerne mitnehmen. Der Geibra sieht immer so ein bisschen lächerlich aus. So, da ist die Scupper-Ware. Alter, diese Steuerung! So, Scupper-Ware. Eine leere Scupper-Ware-Dose. Ja, nimm mal mit. So, einstecken und ein Piratenmagazin. Ein Bankmagazin. Meine Piraten und ich, skandalöse Reportagen über die ruchlosesten Seeräuber der Karibik. Titelthema: Plündern und Brandschatzen für junge Eltern. Können wir das mitnehmen? Ich habe keine Zeit zum Lesen. So, da haben wir noch das Hauptbuch. Vielleicht steht da noch irgendwas Interessantes drin. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Verdammt. Was können wir denn hier machen? Ein Abakus betrachten? Heutzutage kann niemand mehr Kopf rechnen. vor allen Dingen Piraten. Die waren ja immer ganz groß im Kopfrechnen auch. Keine Chance. Echte Piraten rechnen niemals. Wir heuern dafür unsere Piratenbrüder als Buchhalter an und überlassen ihnen die Verwaltung unserer Schätze. Okay, da komme ich auch nicht durch. Was kann ich hier überhaupt machen? Kann ich den Zettel vielleicht mitnehmen? Das brauche ich wirklich nicht. Na gut. Betrachte Kreditanzeige. Wie wäre es mit einem neuen Schiff? Nur 4% Zinsen. Weitere Gebühren nicht ausgeschlossen, keine Kredite an Piraten. Tja, was soll ich jetzt sonst machen? Gar nichts?
Gehe durchs Fenster, betrachte beschlagnahmte... Das kann ich nicht verwenden. Ich wüsste nichts, was ich hineinlegen könnte. Nein, rausnehmen sollst. Du sollst ja klauen, Guybrush. Du bist gerade eingebrochen. Alter, diese Steuerung macht mich wahnsinnig. So. Nein, geh durchs Fenster.